Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema lineare und quadratische Funktionen mit zwei Variablen. Beide Arten von Funktionen haben wir in früheren Videos schon kennengelernt und haben damit auch schon gearbeitet. Das, was wir hier jetzt machen wollen, ist, diese Funktionen auch nochmal mit Methoden aus der Matrixrechnung verknüpfen und sehen, wie wir das besonders gut miteinander kombinieren können. Und da sehen wir also hier die Definition einer linearen Funktion mit zwei Variablen nochmal. Wie sah das aus? Wir haben zwei Argumente, x1 und x2. Beide bekommen einen Steigungskoeffizienten, hier b1 bzw. b2 genannt. Und wir bekommen dann noch dazu einen Achsenabschnitt c. Und wenn es diesen Achsenabschnitt c nicht gibt, wenn wir also nur diese beiden Teile mit den Steigungen haben, die auch die x mit einbeziehen, dann nennt man diese lineare Funktion eine homogene lineare Funktion. Und diesen homogenen Teil kann ich dann eben durch eine Matrixmultiplikation schreiben, nämlich indem ich b1 und b2, die beiden Steigungen, als Zeilenvektor hinschreibe und multipliziere mit x1 und x2 als Spaltenvektor hingeschrieben, weil dann die Multiplikation eben x1 hier vorne dran klappt, x2 da dran klappt, beides multipliziert und aufaddiert. Ja, das entspricht also b transponiert mal x. B transponiert deshalb, weil b für sich genommen eben ein Spaltenvektor wäre und wir hier auf den Zeilenvektor kommen müssen, damit wir die beiden miteinander multiplizieren können. Ein Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften könnte dann also sein, dass ich hier zwei Inputs habe, mit denen ich irgendwas produziere zum Beispiel und zugehörige Preise habe. Ja, dass ich dann sagen kann, das ist Preis mal Menge. Und Preis habe ich halt den Zeilenvektor der beiden Preise und die Menge ist dann der Spaltenvektor der beiden Mengen, die ich brauche. Und dann könnte ich zum Beispiel auch noch Fixkosten dazu addieren, wenn ich also dieses plus C noch dabei habe. Und da sehe ich also, dass ich in den Wirtschaftswissenschaften genau Anwendungen für solche linearen Funktionen mit zwei oder auch mehr Variablen habe und dass ich die dann genauso verstehen kann wie im Eindimensionalen. Ich kann genauso darüber reden, benutze aber im Hintergrund dann unsere Vektorschreibweise. Das hier auf den Folien auch nochmal sauber hingeschrieben. Mit quadratischen Funktionen ist es ähnlich. Quadratische Funktionen mit zwei Variablen haben dann verschiedene Terme zweiter Ordnung, wo also entweder xi² oder x2², also x1² oder x2² vorkommt oder x1 mal x2. Also diese drei Terme sind alle Terme, in denen zwei x miteinander multipliziert werden und haben zugehörige Koeffizienten a11, a22 und dann hier 2 mal a12. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch aus. Sehen wir gleich, warum wir das so hinschreiben. Das ist also der Term zweiter Ordnung. Dann bekommen wir noch die beiden Terme erster Ordnung, die linearen Terme und zuletzt noch den Achsenabschnitt c. Und wenn wir einmal die beiden außer Acht lassen und also nur die drei Terme zweiter Ordnung nehmen, dann nennt man diese Funktion auch eine homogene quadratische Funktion. Und warum schreibt man dann also hier dieses 2 a12 hin bei der Definition? Könnte man da nicht einfach irgendeinen anderen, könnte man die 2 nicht weglassen? Ja, könnte man auch, aber es hat eine besonders leichte Entsprechung durch eine Matrixmultiplikation, wenn ich hier 2 mal a12 schreibe, nämlich dann, wenn ich eine symmetrische Matrix für die Koeffizienten hernehme. Spielen wir das vielleicht einmal durch und rechnen uns das einmal aus, was hier steht, damit wir die Querbeziehungen auch wirklich genau verstehen. Wenn ich also ein Produkt der Form habe x transponiert mal a mal x mit so einer Koeffizientenmatrix a, dann können wir das auch ausmultiplizieren. Das machen wir hier einmal für die beiden hinteren Terme, die sind vielleicht
leichter zunächst miteinander zu multiplizieren. Wir lassen also das x transponiert hier nochmal stehen und multiplizieren das x an das a dran. Und dann haben wir a11 mal x1 plus a12 mal x2 da stehen. Und hier unten haben wir a12 mal x1 plus a22 mal x2. Habe ich also einen Spaltenvektor mit zwei Elementen und den multipliziere ich jetzt hier noch mit dran. Dann haben wir zunächst also einmal a11 mal x1 zum Quadrat plus a12 mal x1 mal x2. Das ist also jetzt nur das erste Element hier an x1 dran multipliziert. Und dann kommt dazu das zweite Element an x2 dran multipliziert plus a12 mal x1 mal x2 plus a22 mal x2 zum Quadrat. Wir bekommen also genau jeweils einen Term für x1 zum Quadrat und x2 Quadrat mit diesen beiden Koeffizienten. Und dann bekommen wir die beiden Kreuzterme mit x1 mal x2 und einmal von hier unten links und einmal von hier oben rechts. Und die beiden kann ich jetzt natürlich zusammenfassen und kann sagen, das ist 2 mal a12 mal x1 mal x2. Ich könnte also meinen gewünschten Koeffizienten, den ich hier oben bekommen möchte, könnte ich jetzt in irgendeiner Art und Weise zwischen diesen beiden Elementen aufteilen. Ich könnte alles hier unten links hinschreiben und 0 oben rechts oder umgekehrt, aber man macht das üblicherweise so, dass man diese Matrix symmetrisch wählt, weil symmetrische Matrizen viele schöne andere Eigenschaften haben und sich mit denen besonders gut rechnen lässt. Und für die quadratische Funktion, die hinterher dabei herauskommt, spielt es keine Rolle. Und deshalb wählt man üblicherweise die Koeffizientenmatrix als eine symmetrische Matrix. Und dann kann ich also diese quadratische Funktion und den homogenen Teil der quadratischen Funktion schön als x transponiert mal a mal x schreiben. Und im Eindimensionalen würde das also zu x mal a mal x gleich a mal x Quadrat werden, wenn also alle drei Werte skalare sind. Aber im Fall, dass wir Vektoren und Matrizen haben, müssen wir es also so schreiben. Ist zunächst mal ein bisschen ungewohnt, meint aber eben genau dasselbe. Nennt man dann auch eine quadratische Form, diesen Ausdruck x transponiert mal a mal x. Bestimmen wir dann also einmal hier in diesem Beispiel die Matrixdarstellung dieser homogenen quadratischen Funktion. Was müssen wir da machen? Wir können also schreiben, wir haben ein x transponiert mal und jetzt müssen wir diese Koeffizienten zusammenfassen. Der Term hier vorne kommt oben links hin vom x1 zum Quadrat, der Koeffizient von dem x2 zum Quadrat kommt unten rechts hin und diesen Term hier, den müssen wir jetzt aufteilen zwischen den beiden Nebendiagonalelementen und könnten das eben machen als minus 4 und 0 oder als 0 und minus 4 oder minus 1 und minus 3. Macht man aber in der Regel alles nicht, sondern nimmt eben minus 2 und minus 2, sodass wir hier eine symmetrische Koeffizientenmatrix haben.